Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Le Schön, Ihre Bank, Münchner Bank. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Weihnachtssendung mit dem Oberbürgermeister Dieter Reiter. Schönen guten Abend. Herr Reiter, ich freue mich sehr. Was sagen Sie zu dem Schienerbaum? Ja, also mich freut es richtig, dass ich ja dieses Jahr erstmals den Christkindlmarkt eröffnen durfte und dann auch noch einen so einen schönen Baum gekriegt habe. Ja. Kochel am See hat sich da nicht lumpen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das passt. Toller Baum. Das passt. Ausladend. 3000 Lichter das mal, also nur 1000 mehr, glaube ich. Also ganz toll. Die Münchner haben gerade vorher wieder gesagt, wie toll sie den Baum finden. Also. Das ist so schön. Sie sind jetzt im Grunde seit 1. Mai Oberbürgermeister der Stadt, aber Sie erreichen immer mehr die Herzen der Menschen. Man merkt es, also jetzt gerade, wir haben um 5 Uhr verabredet, gell, und 10 Minuten haben Sie schon wieder ratschen müssen mit den Münchnerinnen und Münchnern. Ist doch schön, oder? Das ist ein schönes Gefühl, sage ich ganz ehrlich. Das ist das auch, was mich wirklich freut, weil man dann auch merkt, dass man also jenseits der Büroarbeit auch bei den Leuten ankommt und es dauert, wenn ich da rübergehe, dann kann ich auch Stunden verbringen, ohne dass ich irgendwas tue, außer mit den Leuten ratschen, weil mir wirklich viele Leute anreden und das freut mich wirklich. Ja. So habe ich mir Bürgermeister auch vorgestellt. Ja. Hat was mit Bürger zu tun. Absolut. Und auch mit Meister. Also ja, Sie sind schon irgendwie ein Meister. Sie sind so jemand, also nichts gegen Ihren Vorgänger. Christian Ude war auch ein toller Mensch, intellektuell, sehr auf sich bezogen, aber konnte viele Menschen auch begeistern, toller Rhetoriker. Aber Sie schnappen sich die Münchner und Münchnerinnen mit dem Herzen. Ja? Und das ist wieder etwas, was ja der Stadt gut tut. Ja, also ich habe das Gefühl, sage ich mal so, und ich will gar nicht auf den Christian Ude eingehen, der unbestritten Verdienste um diese Stadt hat. Sicherlich. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute es jetzt mögen, dass man auf sie zugeht und dass man ansprechbar ist und bleibt. Und wenn ich hier rübergehe, dann wie gesagt, dann kriegst du natürlich auch immer die eine oder andere Aufgabe mit. Aber das macht wirklich Spaß, weil man einfach das Gefühl hat, angenommen zu werden und auch angekommen ist als Oberbürgermeister dieser Stadt. Und da macht es dann richtig Spaß. Was man so gesehen hat, jetzt werden wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, so die, seit 1. Mai sind Sie Oberbürgermeister der Stadt. Sie werden richtig ernst genommen. Sie haben natürlich auch mega Problemthemen gekriegt. Ja. Flüchtlinge kommen nach München. Und Sie sind so jemand, der entscheidet. Sie sind nicht irgendjemand, der feige ist. Sie haben Mut, Sie entscheiden. Tut Ihnen im Herzen auch gut, gell? Weil Sie irgendwo für die Menschen da sind. Tut mir insoweit gut, als es mein Naturell ist. Ja. Also ich war noch nie ein großer Theoretiker, sondern ich wollte immer Dinge anpacken. Das habe ich aber auch im Wahlkampf und habe ich auch meinen eigenen Parteikollegen schon bei meiner eigenen Bewerbung gesagt. Also ich werde immer versuchen, Dinge auch umzusetzen. Ja. Nicht nur darüber zu reden, sondern umzusetzen. Und das Thema Flüchtlinge war ein schwieriges Thema, ein eigentlich unglaublich kompliziertes Thema. Und trotzdem war es einfach gefragt, hier mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so geht es nicht weiter. Und das habe ich getan und das hat, glaube ich, auch die Akzeptanz insgesamt in der politischen Szene doch deutlich verändert. Ja. Und Sie waren immer da, also selbst auch die Süddeutsche Zeitung berichtet, Reiter war immer da und Sie haben irgendwo immer wieder auch Menschlichkeit gezeigt. Jetzt frage ich Sie einfach mal, München ist ja eine Stadt, also wenn Sie, ich war jetzt hier mal eine Stunde am Marienplatz, habe mich gefreut auf dieses Interview. Wenn Sie da durchgehen, Sie hören Russisch, Chinesisch, Japanisch, Italienisch, Französisch. München ist so eine Stadt mit Herz. Und jetzt kommt dieser tolle Oberbürgermeister, der Herz hat. Haben Sie das Gefühl, dass München da noch mal Gas gibt? Naja, also Gas geben, es hat immer zwei Seiten, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, dass unsere Entwicklung wirklich herausragend ist. Ja. Es gibt Umfragen, die sagen, 90% aller Deutschen möchten gerne in München wohnen, wenn sie gefragt werden. 90% aller Deutschen. Unglaublich. Das ist unglaublich. Ja. Was mich gefreut ist, dass wir diese sozusagen diese Multikulti-Gesellschaft hier in München einfach auch gar nicht so bemerkt, sondern dass das eigentlich alles wirklich funktioniert. Das ist alles integriert. Ja. Da, wie Sie richtig gesagt haben, wenn wir hier im Christkindlmarkt haben, haben wir schnell 20 Nationen übereinander. Aber niemand merkt es ernsthaft oder gar stört es irgendjemand. Ja. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass wir politisch, glaube ich, auf einem guten Weg sind. Einfach diese, man muss dieses einfach annehmen. Wir wissen, wir haben fast 40% in München Leute mit Migrationshintergrund. Ja. Einfach also, die meiste Migrationsstadt in Deutschland. Genau, die merkt aber und niemand und glaubt.
können, Berlin oder irgendwas. Ja? Wenn ich heute in Berlin bin, dann denke ich mir jetzt mal, das kann doch gar nicht sein, dass wir mehr und viel höheren Migrantinnen und Migrantenanteil haben wie Berlin. Aber ich glaube, München macht einfach aus, dass die Leute auch herzlich auf die Leute zugängen. Und das haben sie ja gerade richtig bemerkt. Das ist einfach eine super gute Geschichte hier in München. Und da freut es mich schon. Und deswegen, glaube ich, war es auch wichtig, zum Beispiel das Thema Flüchtlinge bei diesem Hungerstreik so zu beenden, wie es beenden konnte. Nämlich damit, dass keiner vom Baum runterspringen muss, sondern dass wir es halt einfach einigermaßen glimpflich gekriegt haben. Aber ich muss sagen, das haben Sie wirklich fantastisch gelöst. Auch so, Sie sind präsent, Sie stehen einen in die Mitte rein und sind da und nicht feig oder das so. Das gehört auch Mut dazu, gell? Ich habe denen ja auch gesagt, ich gehe wieder, wenn sie sich nicht bewegen. Genau. So habe ich auch gesagt und ich hätte es auch gemacht. Ich war ganz klar und dann gehe ich halt wieder. Und das haben die, glaube ich, auch wahrgenommen und ich bin froh, dass es so gelungen ist, wie gesagt. Aber das ist ja nur euer Beispiel. Also es gab schon in den 8 Monaten so ein paar Dinge, wo ich gesagt habe, bin ich richtig froh. Ich wollte auch die Erzieherinnen mehr Geld geben und das habe ich auch gemacht. Aber da gab es im Vorfeld viele, die gesagt haben, ach, das geht doch nicht und das können wir nicht machen. Und es ist gegangen. Und so gibt es einige Beispiele. Eins vielleicht noch, weil wir über Bürgermeister geredet haben, was mir immer wieder Spaß macht. Ich habe diese Bürgersprechstunde von Thomas Wimmer wieder eingeführt. Und ich muss wirklich sagen, das waren unglaublich schöne Abende mit den Münchnerinnen und Münchnern, die da ihre Dinge vorbringen. Und Sie kennen die Menschen auch so einkuscheln. Sie sind so ein Mensch, Sie verstehen das. Sie sind Menschen, alle mit einem guten Gefühl heimgegangen, glaube ich. Und Sie sind so... Sie sind so ein ehrlicher Mensch. Sie sind nicht irgendwo jemand, der sich da reinbiegt. Und ich finde, Sie wachsen so richtig rein. Und jetzt die paar Monate, wo Sie München vertreten, das ist sensationell. Ist Ihnen das klar? Dank. Ist Ihnen das klar? Nein, das spüren Sie ja selber. Ich glaube, so reflektiert man das ja nicht. Sondern man merkt einfach, dass man akzeptiert wird. Und schauen Sie auch mal, selbst die Medien wie die Süddeutsche Zeitung, die berichtet fair über Sie. Ja? Ja. Das war früher vielleicht mal anders. Ja? Und da, weil Sie einfach irgendwo auch authentisch sind und irgendwo das Gefühl haben, dass Sie diese Stadt lieben. Jetzt sind wir ja im Weihnachtsbereich. Ja. Warum ist München die Weihnachtsstadt Nummer 1 in Deutschland? Das muss man einfach mal so sehen, oder? Ja, also jetzt darf ich das nicht laut sagen, weil der Nürnberger Kollege Uli Mali wird es wahrscheinlich anders sehen. Aber ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind sozusagen. Ja. Man sieht ja auch, was hier jeden Tag los ist auf diesem Christkindlmarkt. Ja. Jetzt haben wir nicht einmal einen Schnee und so, aber trotzdem, die Leute sind unglaublich aktiv und unterwegs. Und ich sage, man kann alles da, wenn man da schaut, da von den Kisten bis zum Essen und Trinken. Und alle mengs gern, alle haben ein fröhliches Gesicht. Und das ist was einem richtig und zufrieden da oben, macht. Da oben haust der Oberbürgermeister von München, gell? So ist es im Stock. Und ich war ja schon mal bei Ihnen im Büro. Jetzt haben Sie es ganz anders gestaltet wie unter Christian Ude. Irgendwo klar und man hat das Gefühl, da drin geht was ab. Ja, sagen wir mal so, es ist eine sachliche Arbeitsatmosphäre. Das war mir wichtig. Weil deswegen habe ich einen großen Besprechungstisch gebraucht, weil das ist praktisch tägliche Übung. Und ich habe es halt einfach auch, denke mal, nach 20 Jahren kann man auch mal das Zimmer neu einrichten. Das war jetzt nicht übertrieben, glaube ich. Danke. Also ich habe es wirklich so eingerichtet, wie ich es wollte. Ja. Relativ schlicht, aber halt zweckmäßig, sage ich ganz ehrlich. Herr Oberbürgermeister, jetzt gehen wir rüber in unser Bratwurstglöckchen. Genau. Und dann ratschen wir mal weiter, wie Sie Weihnachten feiern. Okay? Alles klar, machen gerne. Okay. Dankeschön. Wunderbar. Entschuldigung. Unterhaltsam geht's gleich weiter mit Le Schön, präsentiert von Ihrer Münchner Bank. Unterhaltsam geht's jetzt weiter mit Le Schön, präsentiert von Ihrer Münchner Bank. Herr Oberbürgermeister, was für eine Ehre, dass wir zwar jetzt im Bratwurstglöckl mal über Weihnachten reden. Schön ist das. Schön, oder? Schön. Was bedeutet für Sie Weihnachten? Was ist das? Naja, also Weihnachten hat sich in meiner Wahrnehmung natürlich verändert. Wir haben Kinder, 3 Kinder daheim und mittlerweile auch 3 Enkel. Und je nachdem, in welcher Phase man gerade ist, hat sich Weihnachten völlig unterschiedlich dargestellt für mich. Also als die Kinder noch klar waren, war das natürlich immer ein
ein super Event, wie man halt neudeutsch sagen würde. Die Kinder haben sich immer riesig gefreut, auf die Bescherung gefreut, auf Weihnachten. Als ich selber noch klar war, weiß ich, habe ich mich natürlich auch unglaublich gefreut auf die Bescherungen. Zwischendurch ist es dann einfach mehr so jetzt eine besinnliche Zeit, wo man einmal darüber nachdenkt, ist man noch richtig unterwegs, hat man die richtigen Schwerpunkte gesetzt im Leben. Ist manchmal ganz hilfreich, wenn man in so einer Zeit ein bisschen zur Ruhe kommt, was man hoffentlich an Weihnachten immer mal schafft und einfach nachdenkt, macht man noch alles richtig und setzt man, wie gesagt, die richtigen Prioritäten. Aber insgesamt bleibt Weihnachten für mich eine unglaublich schöne Zeit, eine ja, ein bisschen Stadezeit, wo man einfach mal ein bisschen in sich gehen kann, aber auch mal ausspannen kann. Und das ist gerade über die Jahre, ist das finde ich super. Und ich freue mich natürlich jetzt auch, wenn die Enkel dann mit großen Augen sozusagen ihre Geschenke auspacken. Das ist schon wunderbar. Sie sind ein Sendlinger, sind also von Strasslach nach Sendling reingezogen. Und ich habe da mal so ein bisschen nachgegoogelt. Dann haben sie so wie sagt man, so mit ihren Enkelmasi da so Kaufläden auf oder so. Genau. Da mit denen. Sie sind so ein herzlicher Mensch. Das ist ja etwas, was München unglaublich gut tut. Einen herzlichen Bürgermeister zu haben. Der vorige Bürgermeister, der war sicherlich auch herzlich, aber vielleicht anders unterwegs wie Sie, hat viel getan für die Stadt und hat immer gesagt, oh, jetzt kommt der Reiter und da weiß er gar nicht, was da nach Hude ist. Sie haben in diesen, seit Mai bis jetzt, bis vor Weihnachten, haben Sie unglaublich viele Sympathien erzeugt. Die Menschen lieben Sie. Das haben wir jetzt gesehen, während wir hier die Kamera ausgeschaltet haben, gingen die Menschen auf Sie zu, wollen ein Foto und so. Jetzt sage ich Ihnen mal, wissen Sie, was das ist? Das ist Ihre Authentizität. Sie sind so ein Mensch, Sie müssen Sie nicht verstehen, Sie sind so, wie Sie sind. Und Sie sind jemand, der auch mutig ist. Ja? Und das ist etwas Wunderbares. Erzählen Sie mal ein bisschen was von Ihrer DNA, Ihre Eltern. Wir waren Ihre Eltern? Oder wir sind Ihre Eltern? Also meine Eltern, mein Vater lebt leider schon Jahre nicht mehr. Meine Mama ist jetzt über 80, lebt noch allein in München, kann sie also ganz allein nach wie vor behelfen. Und stolz auf den Buben, und oder? Ist, glaube ich, schon stolz auf den Buben, wenngleich sie nicht jemand ist, der das rausbrüllt. Ja. Bescheiden geblieben. Bescheiden geblieben. Schön. Und wie gesagt, meine Eltern waren also durchaus in bescheidenen Verhältnissen. Mein Vater hat relativ wenig verdient. Ich habe noch zwei Brüder, wir waren drei Kinder und die Großmutter daheim. Also wir waren zu sechst von einem Gehalt, wo man also nicht wirklich große Sprünge machen konnte. Das war aber damals, zur damaligen Zeit, nicht wirklich schlimm. Ja. Ich sage immer, also ich zum Beispiel, wir haben meine Brüder und ich, wir haben unsere Hosen zum Beispiel immer gegenseitig aufgetragen. Schön. Das war ganz normal. Ich hatte immer, Alter hier, oder? Ja, klar. Der Ente ist ja zweiter. Drei Jahre Unterschied zwischen uns dreien jeweils. Und ich habe immer Glück gehabt, weil ich war schnell der Größte. Also der Längste. Und habe dann immer die neuen Sachen gekriegt. Und meine Brüder haben dann die anderen benutzen dürfen. Aber damals gab es diesen ganzen Markenkult und so. Diese ganzen Geschichten gab es damals noch nicht. Man ist sich deswegen nicht schlecht vorgekommen. Und ich muss auch sagen, dass das damalige Familienmodell, meine Mama war immer daheim, hat sich also immer um die Kinder gekümmert, war jetzt auch nicht das Schlechteste. Also insoweit glaube ich, das ist, weil Sie die DNA gesprochen haben, bei mir schon tief in der DNA. Ich komme aus kleinen Verhältnissen und bin auch sehr langsam sozusagen zu dem geworden, zu der Aufgabe, wo ich jetzt habe, nämlich das Oberbürgermeister zu sein. Ich habe die komplette Hierarchie in einer Stadtverwaltung durchlaufen und ich glaube, das vergisst man so schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann man sagen, dass Sie so die Bandbreite haben als Oberbürgermeister der Stadt von Hartz IV bis Chanel 5. Also Sie kennen alles, oder? Hartz IV auf jeden Fall, Chanel 5, ja, weiß ich auch. Ich war ja Wirtschaftsreferent und war da auch in vielen Events. Ja. Und ich glaube schon, dass ich die Breite der Bevölkerung in München einschätzen kann, sage ich ganz ehrlich. Und das hilft auch. Und es hilft auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, glaube ich, einigermaßen akzeptiert und anerkannt zu werden, weil die nicht das Gefühl haben, dass da irgendwann über 3 Meter über dem Boden schwebt, sondern jemand ist, den man fragen kann, den man backen kann und sagen, wieso geht da die Ampel da drin nicht? Passiert mir fast täglich irgendwo, dass irgendwas ist, so, wissen Sie, dass da drüben schon 3 Monate das Birndl ausbrennt ist von dieser Straßenlampe. Das ist einfach, wenn das passiert, weiß ich, ich mache alles richtig, weil dann bist du ansprechbar für die Leute. Und die sagen, das ist mein Bürgermeister, dem sage ich das jetzt, das will sich dann kümmern. Und dann nehme ich halt meinen Zettel raus, schreibe mir das auf und gehe dann ins Büro und telefoniere oder lass meine Kollegen telefonieren und dann leicht das Bündel halt irgendwann wieder und die Leute freuen sich. Ja. Herr Oberbürgermeister, wie war denn das? Also man,
nach Christian Ude, der ja wirklich viel für München gemacht hat, viel bewegt hat, viel Enthusiasmus und alles, da war alles doch. Aber plötzlich kommt jetzt so ein richtiger Münchner als Oberbürgermeister in die Bütt, sag ich jetzt mal. Ja? Wir waren das. Haben Sie da Ängste gehabt? Ja, haben Sie da Ängste gehabt, dass das, weil man, Ude ist ja wirklich ein gigantisches Vorbild und so weiter. Und Sie haben das irgendwo ganz langsam begonnen und irgendwie so menschlich, so sympathisch, so nicht vorsichtig, aber einfach mal gesagt, so bin ich, schaut's mir an, wollt's mich. Und plötzlich kommen da immer mehr Menschen auf Sie zu und mögen das. Die mögen einfach dieses authentische Dieter-Reiter-Syndrom. Wie war das? Erzähl's mir. Also wie gesagt, erstmal war es natürlich schon eine unglaubliche Herausforderung. Es war ja nicht nur Christian Ude, ohne das zu schmälern, da sind Namen im Spiel wie Dr. Hans-Jochen Vogel. Natürlich. Kronawitter. Also Leute, wo du sagst, als Sozialdemokrat, der ich aufgewachsen bin, sozusagen, das sind Heroen aus der Jugend. Und gerade Hans-Jochen Vogel war für mich ja immer eine unglaubliche Figur. Jüngster Oberbürgermeister in dieser Stadt und Vorsitzender der Partei und lauter Geschichten. Und in diese Reihe, soll ich mich dann stellen, das hat einen schon demütig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war wirklich was Herausragendes und ich glaube, habe das wirklich erst realisiert nach der Stichwahl, dass ich es jetzt wirklich bin. Und dass dann sozusagen die Arbeit beginnt. Und sagen wir mal so, die Koalitionsbildung war ja nicht ganz einfach. Deswegen vielleicht auch die gefühlte Langsamkeit, sage ich jetzt am Anfang, weil ja, wir haben ja viel hinter den Kulissen machen müssen, damit es zur stabilen Regierung für diese Stadt kommt. Ja, wir brauchen, ich kann eine Millionenstadt nicht mit Zufallsmehrheiten regieren. Und Milliardeninvestitionen. Aber ich muss sagen, der Seppi Schmidt, das hat alles passt. Das hat alles passt mit euch beiden. Also ihr seid zwar schon verschiedene Typen, aber für die Stadt beide wichtig, richtig gerade. Wie wichtig war Petra, Ihre Frau? Ja, also ohne meine Frau wäre es undenkbar gewesen. Wäre es nicht gegangen. Das ist übrigens eine ganz tolle. Ich finde schon. Das ist eine wunderbare Frau, so bescheiden und so trotzdem tiefsinnig. Ja. Obwohl wir uns schon so lange kennen, kann ich immer noch sagen, bin ich noch sehr verliebt. Schön. Sie hat mir unglaublich geholfen, weil wenn du daheim da jemand hättest, der das nicht unterstützt, der das mitmacht, das funktioniert definitiv überhaupt nicht. Und ist auch jetzt, wir haben praktisch keinen Wochenendtermin, wo sie nicht mit dabei ist, weil ich möchte sie ja immer einbinden. Und aber sie ist immer so bescheiden, so ja, das ist, sie im hat Hintergrund, ja, aber wenn sie kommt, geht sie so tief rein, da kriegt sie so richtig tiefe. Sie hat auch ihr eigenes Leben, sie macht ja voll, sie hat einen Job noch, einen guten, und sie macht unglaublich viel im Bereich ehrenamtliches Engagement. Schön. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr vernünftig. Ja. Sie behält sich ihr eigenes Leben, ich bin viel weg. Ja. Und trotzdem machen wir viele Dinge gemeinsam. Und wie gesagt, es ist immer der ruhende Pol und wir unterhalten uns im Grunde jeden Tag über Dinge, die vorfallen. Ja. Auch über die Zeitungen in der Früh. Man ärgert sich gemeinsam, man freut sich gemeinsam. Herr Oberbürgermeister, lassen Sie uns mal ein bisschen über Sendling reden. Ja? Das ist ja Ihr Viertel, gell? Genau. Das lieben Sie, oder? Ich liebe Sendling. Da ist schon was los. Ich bin ja aus Sendling nach Straßlach damals wegen den Kindern gezogen. Und dann von Straßlach wieder nach Sendling, obwohl ich, sage jetzt mal, relativ überall was finden hätte können. Ja. Aber ich finde Sendling einfach, und ich bin ja bloß 500 Meter von dort wieder hingezogen, wo ich aufgewachsen bin, an Harras. Und da kennt man die Leute noch, die sind ein bisschen älter geworden, ich auch. Aber Sendling ist einfach ein gewachsenes Viertel, so wie ich mir München vorstelle. Da gibt es alles. Da gibt es Gaststätten, da gibt es Einkaufsmöglichkeiten, da gibt es Junge, da gibt es alte Leute, Eisdiele am Harras. Ganz schön, die ist ja super. Also, da haben wir früher uns über meine Freundinnen getroffen. Genau, an der Eisdiele am Harras. Die gibt es schon ewige Zeiten. Ja, die ist schön. Und man braucht bloß, es ist wurscht, wenn man von der wenn man Richtung Lindenschmidt runtergeht, zur Implerstraße, das ist alles noch. Passt alles. Also ich finde Sendling eines der schönsten Viertel in München. Was ist Dieter Reiter für ein Mensch? Ja, das ist keine einfache Frage. Also ich glaube, ich bin ehrgeizig. Ich bin Streber ein bisschen, oder was? Zielstrebig schon, muss ich auch sagen. Ich bin fast ein Perfektionist, sagen meine Kolleginnen und Kollegen. Ja. Also ich bin jemand, der ungern Kompromisse eingeht. Ich bin jemand, der großartige theoretische Debatten nur aufs Mindestmaß beschränken will. Ich will dann auch was umsetzen.
Und das, glaube ich, prägt auch die bisherigen Monate. Das hat mich aber schon immer geprägt, auch in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, dass ich gesagt habe, okay, hören wir das an, man macht sich ein Bild, aber dann muss man entscheiden und dann muss man es auch machen. Selbst auf die Gefahr hin, dass man dann vielleicht einmal irgendwann was falsch macht. Aber das Schlimmste, glaube ich, ist, wenn man immer nur zuwartet. Also ich glaube, man muss heute in so einer Stadt wie München auch Entscheidungen treffen. Und die haben wir massenhaft vor uns. Und deswegen freut es mich und deswegen bin ich ja jeden Tag motiviert, den Job wieder zu machen. Ja, ja, ja. Und das ist schon, wie Sie schon gesagt haben, wenn man dann draußen akzeptiert wird und die Leute dann auf die Schulter klopfen, Wahnsinn. Dann ist das schon ein neuer Schub zu sagen, ja, ja, man ist eigentlich auf dem richtigen Weg. Sie sind ein emotionaler Bürgermeister, Oberbürgermeister. Das kommt auch. Weil München ist eine Stadt der Emotionen. Und vor allen Dingen, die Menschen sehnen sich nach Menschen, die Gefühle auch zeigen können. Ja? Also ich habe Sie gesehen, jetzt, bevor Sie jetzt zum Interview kamen, Sie gingen in ein Foto rein. Ja? Nicht, ich bin da der Tolle, sondern irgendwie so die drei, die Sie fotografiert haben, da ist der und da ist der Dieter in der Mitte und da ist der da. Sie sind irgendwo ein ehrlicher Typ. Ja, das ist, wissen Sie was, München ist auch durch Sie eine Motivationsstadt und eine authentische und eine ehrliche Stadt. Sie machen nicht irgendwo Dinge. Und Sie haben jetzt wirklich nach Christian Ude ja nicht irgendwie Dinge reinbekommen, die irgendwie zu vergleichen sind mit einem Kinderfasching oder so. Ja, nicht direkt. Waren richtig harte Entscheidungen. Ja. Und da sind Sie da, auch in der Körpersprache, wenn Fotos kommen, übrigens ganz stark, ja, wie die Süddeutsche Zeitung, die ja logischerweise auch ein Schiedsrichter ist für unsere Stadt, ja? Aber wie sie sie beschreibt und wie sie sie fotografiert. Sie stehen in der Mitte drin, sie stehen im Geschehen drin. Sie sind ein mutiger Oberbürgermeister. Und Sie wissen, wenn ich das nur kurz sagen darf, Sie wissen, dass es ja nicht aufhört, weil jetzt haben wir Winter, da kommen jetzt weniger Flüchtlinge, aber im Sommer geht es wieder los, im Frühjahr geht es wieder los. Sie sind jemand, der auch einen Weitblick hat. Und Sie lieben einfach das, was Sie tun, und Sie tun es für München. Und der Oberbürgermeister, das ist etwas Besonderes. Ja? Das ist etwas, wo Sie irgendwo in der Poolposition sind. Ja? Warum machen Sie das? Ich meine, Sie hätten es ja locker Auge kennen können, sagen, ja, und da muss ich erstmal einen Übergang sehen. Sondern Sie sind voll reingesprungen mit Herzensblut. Ja? Weil, wie gesagt, also ich habe immer das Gefühl, ich kann und werde mich nie verbiegen. Schön. Ich muss mich nicht verbiegen. Das ist schön. Ich war im Wahlkampf nicht anders, ich war auf keiner Veranstaltung anders, ich bin halt so, wie ich jetzt bin. Authentisch. Ich versuche die Leute davon zu überzeugen, dass ich München liebe und dass ich das Beste versuche, für München rauszuholen und für die Leute das Beste rausholen will. Und das, glaube ich, ist eine unglaublich gute Motivation. Ich habe überhaupt kein Selbstdarstellungsbedürfnis oder so. Ich mache das echt nicht deswegen. Ich bin ja in einem gesetzten Alter und da muss man das nicht machen. Es geht, wirtschaftlich ist es alles gesettelt. Also ich könnte mir auch zurücklehnen und sagen, ja, ich lasse das alles auf mich zukommen, aber ich möchte ja was bewegen. Schön. Und wie gesagt, die Situationen, die Sie angesprochen haben, die waren einfach erforderlich, dass man was bewegt. Und da gehört Körpersprache dazu. Ich bin ganz sicher, die Verhandlungen sozusagen, gerade mit den Flüchtlingen, haben auch damit was zu tun, wie man mit denen auftritt. Mit beiden Beinen da steht, ja. Das haben wir gesehen. Man muss auch wirklich da sozusagen eine deutliche Aussprache haben. Gleichzeitig kann man aber durchaus empathisch sein. Ja. Das macht überhaupt keinen Gegensatz aus, sondern ich habe versucht, denen zum Beispiel zu sagen, also ich kann gern eure Belange, ich verstehe eure Belange, wir haben ein unglaubliches Problem weltweit, wir haben leider viel zu viele Brennpunkte auf dieser Welt, aber trotzdem, es gibt Rahmenbedingungen, an die müssen wir uns alle halten, ich auch. Und das habe ich denen klar gemacht und dann hat es funktioniert, so ganz ehrlich. Das wird aber immer den vollen Mann sozusagen erfordern und das wird nicht aufhören, wie Sie sagen, im Gegenteil. Das wird im Frühjahr sicher noch mehr eine Herausforderung für uns alle werden. Insgesamt, glaube ich, muss es einfach darum gehen, und da bin ich mir zum Beispiel mit den Kammern einig, mit der Handwerkskammer, mit IHK, dass es auch eine Chance ist. Unser Arbeitsmarkt ist gierig auf junge, ausbildungsfähige Leute, die intelligent sind, die eine gute DNA mitbringen. Also und das. Mit den Flüchtlingen konnte ich zum Beispiel alle Englisch mich unterhalten. Super. Der kommt aus Somalia und kann trotzdem fließend Englisch. Also es ist nicht so, dass da Menschen kommen, die man nicht brauchen kann bei uns, sondern man muss die versuchen zu integrieren und das funktioniert. Sie haben ein sehr gutes Verhältnis zum bayerischen Ministerpräsidenten, so Horst Seehofer, der Sie übrigens sehr schätzt. Ich war letzte Mal in Berlin, habe ihn getroffen. Der mag Sie.
Was hat sich da verändert? Also unter Christian Ude war es ja so, waren ja zwei Alpha-Tiere, kann man mal sagen, ja? Was ja gut ist, aber ja, ja. Sie reden mit dem auf Augenhöhe, ja? Und er mag sie. Ja? Liegt das auch irgendwie so an dem schönen bayerischen Dialekt, zum Beispiel, den man gut pflegen kann mit ihm? Also ich habe im Grunde keinen Anlass in irgendeiner Weise, Angebote, Ideen oder sonst was, die aus der Staatskanzlei kommen, nur deswegen abzulehnen, weil sie aus der Staatskanzlei kommen. Ja. Ich habe mit dem Horst Seehofer von Anfang an auch deutlich geredet, wie er mit mir, was ja. geht und was nicht geht. Ja. Und wir waren uns einig, dort, wo man das Beste machen kann für München, ist es auch das Beste für Bayern. Das ist, glaube ich, bei Horst Seehofer angekommen, dass wir schon der Nukleus sozusagen von Bayern sind in München. Und wenn man dann gemeinsame Dinge anstoßt, wie zum Beispiel, wir haben uns letzten Freitag wieder getroffen, haben wir über das Thema zweite Stammstrecke geredet. Und ich habe ihn gebeten, da nochmal Gas zu geben, weil die Münchner und die Umlandgemeinden das brauchen. Und ja. sagt er, ja, kümmert sich drum. Und liegt da irgendwann einmal das Du in der Luft? Ah, das weiß ich nicht. Also, Aber wenn, dann müssen Sie es ja mal anbieten. Man muss schon aufpassen. Er ist ein bisschen älter wie Sie. Ah, ich habe gedacht, der Ältere muss es immer anbieten. Ja, oder er, ja, genau. aber Jüngere könnte es auch, wenn er überzeugen aber kann. Das so ist nicht entscheidend. Also wir glaube, wir haben eine gute gemeinsame Tonlage. Ja. Ja. Und er wird im Mitte Januar wieder zu mir ins Rathaus kommen. Es sind einfach ganz schön. Normale Geschichten. Das war früher. Ja, das sind einfach normale Geschichten, weil wir haben ein gemeinsames Thema. Einmal kommt er zu mir und dann ich zu ihm. Ja. Und wir versuchen das Beste für München. Ja. Und er versucht es für Bayern. Ja. Und ich glaube, das muss sich nicht unterscheiden. Wir haben auch politisch unterschiedliche Ansichten. Da kann man auch streiten. Ja. Aber die wichtigen Themen, die wir miteinander lösen müssen, die lösen wir miteinander. Und da gibt es jetzt für mich überhaupt keinen Konflikt da drin. Herr Oberbürgermeister, wie wichtig ist in Ihrem Leben Gott? Also ich glaube, dass man schon jeder, der irgendwie ab und zu nicht mehr weiß, wie es weitergeht oder Idee braucht oder Hilfe braucht oder sich irgendwie Hilfe erbittet, ist gläubig, glaube ich. Und ob man das jetzt als Konfessionskirche betreibt oder einfach sagt, ich bin Christ und ich glaube an ein höheres Wesen, das Gott heißt und ich glaube an Gott und es hilft mir ab und zu, einfach schwierige Situationen zu überstehen. Und das, glaube ich, tut einem gut und mir tut es persönlich schon gut, mal zwischendurch einfach mal zu sagen, lieber Gott, lass den Tag heute gut ablaufen, lass es gut vorübergehen, lass uns hier vernünftige Lösungen finden. Das ist Sie beten auch durchaus mal, oder? Vielleicht nicht formal und nicht institutionalisiert, aber genau, das mache ich schon. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Lassen Sie uns mal ein bisschen über Weihnachten reden. Ich finde, München ist wirklich so eine Weihnachtsstadt. Also, wenn man so über den Christkindlmarkt geht, aber auch wenn man so durch die Stadt geht, man hat das Gefühl, München ist so eine Harmoniestadt, speziell in dieser Jahreszeit. Und jetzt Petra und Sie, Ihre Gattin, Sie machen ja am Heiligen Abend immer etwas ganz Besonderes. Sie gehen einfach zu den Berufen hin, die im Grunde an Weihnachten arbeiten müssen. Notärzte, Feuerwehr, alles. Krankenschwestern. Genau. Das machen Sie natürlich dieses Jahr wieder, oder? Ja, selbstverständlich. Also das ist, wie gesagt, wie sucht ihr das aus? Da macht man einen Plan sozusagen, was man denn in so in 6 Stunden schafft. Ja. 6 Stunden? Ja, 6 Stunden haben Wahnsinn. Wir uns vorgenommen und da gehen wir jetzt von MVV, von Bus- und Tramfahrern, U-Bahn-Fahrern über Kliniken, über dort, wo Strom erzeugt wird. Einfach alle, die am Heiligen Abend auch arbeiten müssen. Und sage danke dafür, dass Sie am Heiligen Abend arbeiten. Ich finde es als Oberbürgermeister ein wichtiges Zeichen zu sagen, hey, ich respektiere das und ich finde es super, dass dort ohne darüber nachzudenken einfach an Weihnachten am Heiligen Abend gearbeitet wird. Ja. Weil davon lebt unsere Stadt und deswegen kann unsere Stadt auch funktionieren. Und ich finde das keine große Mühe, sage ich ganz ehrlich. Das wird auch immer unglaublich gerne angenommen. Und das sind auch nette Gespräche, die man da hört. Und man kommt auch wirklich, ich war in Kraftwerken, da war ich mein ganzes Leben noch nie in den Innenleben von einem Kraftwerk oder in Müllverbrennungsanlagen. Das hat auch immer einen interessanten Aspekt. Oder auch eben in Leitstellen und so. Ja, ja. Aber ich glaube, das Zeichen ist das Richtige und das ist etwas, was Oberbürgermeister tun müssen. Ja. Weihnachten, also wir haben jetzt in wenigen Tagen Heiliger Abend. Wie läuft das so bei Ihnen ab? Wie ist das Fest? So, wann werden Sie so familiär? Kommt ihr zusammen mit der Familie rein? Wie gesagt, also meine Frau treffe ich ja am 24. dann. Ja. Da gehen wir dann diese Runde und dann wird es sicher früher Abend werden, bis wir wieder daheim sind. Und dann, was heißt das, so 18 Uhr oder 18 Uhr, sowas um den Dreh. Und dann, glaube ich, werden wir dieses Jahr, so wie ich die Planung bis jetzt kenne,
In Sendling, oder? In Sendling, selbstverständlich. Mit Christbaum, ganz oder? Daheim bei uns. Wir haben nicht einmal einen Christbaum mehr, wir haben nur einen großen Adventskranz, weil wir sozusagen unsere Familienbesuche jetzt nach außen verlagern, zu den Kindern hin. Die haben alle einen Christbaum. Und wir werden also am Heiligen Abend selber, werden wir, glaube ich, einfach zu zweit daheim essen. Und ratschen und uns gut gelassen. Das finde ich auch total schön, so ganz ehrlich. Haben wir nicht oft im Jahr. Ja. Und an den Feiertagen werden wir dann die Familie besuchen. Schön. Kinder, Enkelkinder, da ist einfach zwei Tage sind da leicht ausgefüllt. Und da freuen wir uns immer drauf. Und wir haben sonst so die Regelung sozusagen, dass unsere Kinder kommen uns immer regelmäßig zum Frühstücken zu Besuch. Sonntagvormittag, da habe ich immer eine gute Chance, dass eigentlich nichts los ist, weil meistens, wenn man Sonntagstermine hat, dann den Nachmittag, dann kommen die Kinder am Sonntagvormittag, dann machen wir so schön Neudeutsch Brunch. Was sagen denn die Kinder jetzt zum Dieter Reiter? Also ich meine, das ist ja auch für die eine Veränderung, wenn plötzlich der Vater oder der Opa, der plötzlich Oberbürgermeister von der Stadt München. Also meine Enkelin sind einfach ganz vernünftige. Die kleine Enkelin haben einen unglaublich interessanten Wortbegriff geprägt, der heißt Opa-Bürgermeister. Die haben Oberbürgermeister nicht verstanden. Die schauen Fernsehen und sagen, da kommt Opa Bürgermeister. Also für die war das eine eindeutige Wortkombination. Ja, meine Kinder, die sind, die haben auch im Wahlkampf zum Teil mitgeholfen und sind, glaube ich, sehr zufrieden mit ihrer Rolle. Sind aber erwachsen, die leben ihr Leben und unterstützen, sind genauso emotional dabei wie, rufen mich an, wenn ein blöder Artikel in der Zeitung steht, freuen sie mit mir, wenn ein schöner Artikel in der Zeitung steht, rufen mich an, wenn sie mich im Fernsehen sehen, sagen, das war aber gut oder das war, also die sind da schon dabei, aber wie gesagt, ich finde, das ist, die haben auch ihr Leben und meine Frau und ich haben uns jetzt dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Herr Bürgermeister, Sie geben ja richtig Gas für die Stadt und ich bleibe dabei. Seitdem Sie jetzt wirklich das Zepter in der Hand haben, ist München wieder noch emotionaler wie vorher. Also es ist eine emotionale Stadt. Haben wir gerade gesehen, ich wiederhole mich gerne, wenn Sie jetzt über den Marienplatz gehen, die Leute kommen auf Sie zu, ein Foto hier, die Leute lachen, die Leute sind irgendwo begeistert von Ihnen. Haben Sie das Gefühl, dass München auch durch Ihre Empathie, durch Ihre Gefühlswelt einfach noch stärker eine Stadt wird der Motivation? Weil München ist ja so sympathisch. Also ja, wenn man die Berg sieht, wenn man einen Tierpark oder was auch immer. Es gibt so München, ist einfach München. München ist einfach die Sympathiestadt Deutschlands. Oder sogar in Europa. Aber Sie verkörpern das. Sie sind so jemand, der einfach, seine Gesichtszüge, Sie sind jemand, ich sage jetzt mal, auf Bayerisch sagt, die Schnauze geht nach oben, nicht nach unten. Das ist so schön. Machen Sie da noch mehr, dass München noch mehr beliebt wird? Macht Ihnen das Spaß? Also das ist sicher ein Punkt, den man natürlich auch gerne nach vorne bringt. Das mache ich eigentlich gerne. Ja. Erstens bin ich ein grundwegs meistens fröhlicher Mensch, das stimmt. Absolut, also das teilen wir, glaube ich, beide. Ich kenne Sie. Wir haben uns ja noch nicht gerade gesehen. Und ich bin einfach gut gelaunt, weil ich denke, jammern ist überhaupt nicht mein Ding, sage ich ganz ehrlich. Man muss Dinge anpacken, wenn sie uns stören. Und ansonsten freue ich mich des Lebens, sonst geht es gut. Es geht uns besser wie vielen anderen Leuten auf dieser Welt. Und ich glaube, die Münchner geht es besonders gut, weil diese Stadt ist nicht umsonst so beliebt. Wie gesagt, das ist die schönste Stadt, die ich kenne und ich bin auch wieder unterwegs gewesen auf der Welt. Und sie ist nicht umsonst so beliebt, aber ihre Leute. Einige der großen Aufgaben wird sein, dass es auch so bleibt. Aber Emotionen ist schon ein wichtiges Thema, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ab und zu auch immer noch zu unkontrolliert. Also ich kritisiere mich da schon selber, also was mir da so nach dem O-Zapfer passiert ist. Ja, aber super. Den ersten Motivationsimpuls gegeben. Das war doch super. Das darf eigentlich nicht passieren, sage ich ganz ehrlich. Das wird dann immer wieder passieren, weil Sie das Herz auf der rechten Stelle dran. Ich muss dann ehrlich sagen, ich bin dann einfach nicht kontrolliert genug. Für mich war das eine Momentaufnahme und ich habe mich wirklich gefreut, dass die Leute dann daraufhin mir einen haufenweise Mails geschrieben haben und gesagt haben, das ist alles nicht so schlimm, das ist doch menschlich und Anspannungssituation. Also Emotionen sind ein wichtiger Teil vom Leben und gehören auch zu München, glaube ich, dazu. Sie sind ja jetzt, Sie werden immer prominenter, aber das passt gar nicht auf Sie, sondern ich sage, Sie werden beliebter, prominent werden Sie nicht, Sie werden beliebter. Die Leute lieben Sie, weil Sie einfach, Sie können auf jemanden zugehen, Sie können sich wieder entscheiden, ich gehe jetzt wieder raus und das. Wie wichtig ist es, dass der Mann an der Spitze von München, dieser Weltstadt, auch
eine Herzenskraft auslöst. Also wenn Sie reden, ja. ich habe sie erlebt, so bei den ersten Reden, da haben Sie mal eine Trauerrede gehalten auf einem großen Dirigenten, da waren Sie noch ein bisschen statistisch. Aber jetzt merken Sie einfach, ich bin ein Teil von München und die Münchnerinnen und die Münchner, die lieben das, was ich mache und ich liebe die Münchner und Münchner. Das heißt, wenn Sie hingehen, Sie können immer andocken. Immer wieder sagen, also hey, der Reiter ist einer von uns und der Reiter ist ja so wie ich. Und, genau. Und Sie können das aber, ich bleibe dabei, Sie können das wirklich bis hoch zu DAX-Vorständen, zu Joe Käser von Siemens. Jeder sagt, das ist ein guter Typ, der Reiter. Inwieweit spüren Sie das? Inwieweit verinnerlichen Sie das und inwieweit geben Sie es wieder zurück? Also man muss ganz klar sagen, also jede Beschäftigung braucht Übung und wenn Sie sagen gehemmt, dann stimmt das natürlich. Erfahrung. Ja, man braucht Erfahrung und man muss auch, es hat auch was mit positivem Feedback zu tun. Und wenn die Leute sagen, du hast halt 10 Minuten richtig schön frei geredet und dass du auch noch bayerisch geredet hast, finde ich das ganz besonders toll. Ja, und münchnerisch. Münchnerisch geredet hast, genau, das stimmt. Das finden die gut, dann hat man auch Mut, das beim nächsten Mal wieder zu machen, so ganz ehrlich. Ja. Und das glaube ich, ist etwas, was man nur von außen holen kann. Nein, ich merke es einfach, dass Herr Oberbürgermeister, Sie sind ein guter Typ und das kommt auch. Und jetzt nochmal, ich muss nochmal zum Beispiel mit Ihrem Sekretariat reden. Die sind ja auch gute Damen, gell? Ja. Das ist auch wichtig. Ja, natürlich. Die genau entscheiden können. Was kommt da durch bei Ihnen, was kommt nicht durch. Ja? Die müssen, das ist doch so wichtig. Mir tun sie immer leid, die zwei, ja. Weil die müssen den ganzen Tag absagen im Grunde. Ja. Weil ich habe ja, Herr Bürgermeister, x-mal mehr Termin anfangen, wie was ich überhaupt der Tag Stunden hat. Und aber deswegen, Sie müssen auch das Ohr haben, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Aber da müssen, die sind wirklich gut. Also da lasse ich überhaupt nichts drauf kommen. Und die sind aber trotzdem immer freundlich. Sie werden es bestätigen können, sie sind immer freundlich. Immer. Unglaublich viele positive Antworten. Und das ist ganz wichtig. Mein ganzes Team ist wichtig. Ich bin halt ein Teamspieler. Wir haben ein großes Büro. Da arbeiten viele Leute für mich. Und zwar mit vollem Einsatz auch und Engagement schön. Und Emotionen. Schön. Jetzt sind Sie natürlich auch der Oberbürgermeister vom FC Bayern München, von BMW, von Siemens. Das ist schon also mega, oder? Also ich war kürzlich auf der Betriebsversammlung letzte Woche bei BMW. Ja. Da schauen insgesamt 8000 Leute zu. Da sitzt der komplette Vorstand und dann erzählst du ein bisschen. Dann lieben sie sich, oder? Und ich bin 5 Minuten spät gekommen und habe als Eingangssatz gesagt, trotz meinem tollen Dienstzimmer BMW mit vielen PS komme ich jetzt zu spät. Dann hat schon alle Leute gelacht. Das ist eine unglaubliche Breite, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Aber ich glaube, den Umgang mit den DAX-Vorständen, den habe ich ja vorher schon geübt. Und ich glaube, da gibt es auch... Sie kennen das richtig, Sie kennen es richtig. Sie können es mit der Kirche, mit den armen Menschen. München ist ja auch, gibt sehr viele arme Menschen. Das ist was man schon auch dran denken muss. Und Sie sind so, für mich so ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat. Ja? Und das ist etwas, das kann man sich nicht kaufen, das gibt es nicht bei Aldi. Das muss man leben, das muss man spüren. Ja? Man kann es nicht antrainieren, sage ich jetzt einmal ganz ehrlich. Und ich sage nochmal, das hat was mit mir selber zu tun. Ja. Ich habe da keine Bedürfnisse, mich selber zu produzieren oder darzustellen. Nein, ich möchte das Beste geben für die Leute und wenn das ankommt, dann finde ich es super gut und das ganz ist schön. Ein ganz toller Lohn, sage ich mal, für die Arbeit. Ganz schön, ganz schön. Und ich meine, nach so einer kurzen Zeit so die Herzen der Münchnerinnen und Münchner zu erreichen, das ist wirklich fantastisch. Und der Oberbürgermeister, jetzt darf ich Sie bitten, dass Sie nochmal zu den Münchnerinnen und Münchnern vielleicht ein bisschen was sagen noch zur Weihnachtszeit. Und gerne. Ich denke, da warten die drauf, ja? Ja, liebe Münchnerinnen und Münchner, erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass Sie mir so positiv gegenübertreten und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie jetzt in der Startenzeit und über Weihnachten einmal ein bisschen einen Gang zurückschalten, ein bisschen in sich gehen, schauen, ob man die richtige Sache macht, an die Familie denken, mal was miteinander machen wieder. Und dann wünsche ich Ihnen einen ganz tollen Rutsch in ein hoffentlich friedliches und zufriedenes und gesundes Jahr 2015, damit München, bis München bleibt, so wie wir es alle mögen, einfach die schönste Stadt auf der Welt. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Gerne. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder mit dem Oberbürgermeister von München, Dieter Reiter, und seine Initialen stehen für D, Durchsetzen und M. Nein, M passt ja nicht, sondern Motivation, aber das passt jetzt nicht. Aber was machen wir mit dem R? Das müssen wir schauen. Für RAN, ja, geht genau. RAN. Okay. Herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Jeune Talk. Einen schönen Abend. Dankeschön.
Gute Unterhaltung bei Le Schön präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.